Was ist Ersatzbedarf und was ist Neubedarf? Fragezeichen. Nun, Ersatzbedarf bedeutet ausscheidender Mitarbeiter wird ersetzt. Ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, wird ersetzt. Das heißt, die Gesamtzahl der Mitarbeiter bleibt gleich. Und Neubedarf bedeutet zusätzlicher Personalbedarf. Das heißt, wir haben beim Ersatzbedarf eine gleichbleibende Zahl von Mitarbeitern, ich kürze mal ab, MA. Und beim zusätzlichen Personalbedarf haben wir eine steigende Zahl von Mitarbeitern. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.